Hallo, herzlich willkommen. Heute machen wir hier, was machen wir? Pasta mit Tomatensugo. Okay, also wir haben das hier gerade schon heiß diskutiert, das ist Selena. Selenas Oma hat früher für mich immer gekocht. Die war auch gerade da, wir haben präzise Anweisungen gekriegt, was wir machen sollen. Und wir machen das jetzt alles, mehr nach dem Intro. Du hast hier eine ganze Menge Zeug mitgebracht. Magst du erklären, was das ist? Ich meine, ich weiß es ja, aber das hier ist unser Gustavo. Den kennst du schon, ne? Gustavo. So, also deine Oma hat dir ein Rezept aufgeschrieben. Genau. Wir fangen erstmal an. Wir haben hier vorne Beinscheibe, 2 Stück. Ja. Dann haben wir Schälrippchen. Vom Schwein sind die, ne? Genau, vom Schwein. Dann haben wir Nackenkotelett. Nackenstück ist das, vom Rind? Ja, genau. Na, mit Knochen? Ja, mit Knochen, genau. Okay. Der wird nachher auch mitgekocht. Und dann haben wir noch Tafelspitz vom Rind. Jawohl. Dann haben wir hier vorne ein paar Lorbeerblätter. Lorbeerblätter, ja. Genau. Basilikum. Der soll auch ganz bleiben? Genau, der bleibt ganz. Der kommt im Ganzen mit da rein? Ja. Okay. Dann haben wir hier die Schale vom Parmesan. Ja. Salsiccia, die ist selbst gemacht. Was heißt selbst gemacht? Von meinem Opa. Man muss dazu sagen, Selena ist Italienerin oder Sizilianerin, muss genau. man sagen. Ja. Ne? Ja. Okay. Dann kommen noch. Das haben wir hier. Das sah gerade auch ganz heiß aus, als du das fertig gemacht hast. Das ist Tomatenmark mit bisschen Wasser angerührt. Okay, sehr gut. Genau. Dann haben wir hier noch Tomaten püriert und passiert. Ja? Genau. Okay. Ja. 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 200 Milliliter Rotwein. Das war auch interessant, das habe ich auch so noch nie gesehen. Das ist ein Gemisch aus Rapsöl und Olivenöl. Okay. Ja. Hat Oma auch gesagt, warum? Nee. Kann ich erklären, für euch auch, kleines bisschen Klugscheißwissen. Olivenöl hat einen geringeren Rauchpunkt als Rapsöl. Mhm. Also Rapsöl kann man höher erhitzen. Jetzt sagt man, dass man Olivenöl für den Geschmack dazu gibt und das Rapsöl für die Hitzebeständigkeit. Okay. Deswegen. Ja. Und Wasser, ja? Und Wasser, genau. Das Tomatenmark, das war ja was Besonderes. Ne? Das war ja nicht einfach nur ein normales Tomatenmark. Das sieht ja ziemlich hell aus. Ja, genau. Was ist das? Das ist selbstgemachtes Tomatenmark aus Sizilien und nennt sich auch Strato. Okay, wenn man das nicht bekommt, nimmt man hier normales genau. Tomatenmark. Also für uns Deutsche, ja, die wir das nur, sage ich jetzt mal, angelernt haben. Genau. Ne? So. Und ich bin so ein bisschen überrascht, hier sind nur 2 Knoblauchzehen für diese ganze Menge drin. Ja, ne? Ja, okay, alles klar. Na gut. Okay, jetzt in dem Rezept stand drin, Zwiebel vierteln und dann nochmal in Streifen schneiden. Vierteln und dann nochmal halbieren. Also. So, vierteln. Ja, genau. Und dann werden die so nochmal geschnitten. Genau, das reicht. Ihr seht das jetzt, ne? Ich bin so ein bisschen überrascht. Ne? Also, wenn, ganz ehrlich, wenn mir das jemand anders gesagt hätte, außer deiner Oma, ne? Mhm. Ich gesagt, mache ich nicht. Ne? Nur mal so, ne? Hätte ich wirklich nicht gemacht. Aber okay, alles klar, wir steigen durch hier. Und du hättest das einfach feiner geschnitten. Ich hätte das feiner geschnitten. Ja, du nicht auch? Ja, eigentlich, ja doch. Ja, ne? Du hättest es auch feiner geschnitten. Erstmal schon, ja. Ja, okay, so, dann haben wir das hier und den Knoblauch, den schneiden. Den vierteln wir einfach. Auch einfach nur vierteln, ja. Okay. So, mehr nicht. Mehr nicht. Okay. Darf ich den so lassen? Ja. Okay. Alles klar. Okay, dann gehen wir an den Topf. Ja. Ich frage dich jetzt noch ein bisschen aus, ne, weil Zuschauer werden wahrscheinlich fragen, wo kommst du her, was machst du hier und so. Ne, was machst du hier? Ich arbeite hier als Konditorin. Du bist auch gelernte Konditorin? Genau. Ne? Ich habe meine Ausbildung hier zu Ende gemacht und bin seitdem fest angestellt in der Backstube und Das war auch eine witzige Geschichte. Ich war bei euch essen. Selenas Großeltern und Mama haben ein Restaurant und ich gehe da gerne hin. Und ich war mit einem Kumpel abends essen. Du hast ein bisschen weiter gesessen genau. und hast mit der Tochter von meinem Tätowierer da ja. gesessen. Genau. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und habe ich gefragt, ne, was machst du eigentlich jetzt, ne, und so weiter. Ne? Und weil ihre Mama kenne ich auch ganz gut. Und dann hat sie so erzählt, ja, Ausbildung, Konditorin, aber nee, ich bin da nicht ganz so glücklich. Und dann habe ich gesagt, komm mal zu uns. Ja. Und dann hat sie hier die Ausbildung bei Herrn Kortmann zu Ende gemacht. Harte Schule. So. So. Fang an. Öl geben wir rein. Und dann geben wir jetzt das Fleisch rein. Fang mit der Beinscheibe an, ne? Ja. Meine Güte. Wie viel Fleisch ist das jetzt hier? 3,7 Kilo. Also eigentlich sagt man, 1 Kilo Fleisch für circa 4 Personen. Aber Oma wollte anscheinend ein bisschen mehr machen.
Wir machen mehr für Oma. Ja, Oma kommt ja, genau. Auch noch. Ne? Hat sie gesagt, wir sollen anrufen. Du sollst anrufen. Genau. Ja. Du musst ja auch probieren. Ja. Oh, das, ich hab Angst. Ah, das geht schon. Mhm. Du weißt, ne, ich werde dich schützen vor mich reißen, wie ein Schild. So, hier. Sieh was? Ja, ihr könnt das jetzt von oben sehen, ne? Weil hier oben drüber ist auch noch eine Kamera. Das ist nicht wenig, ne, was da drin ist. Definitiv nicht. Okay, also das lassen wir jetzt angehen hier so ein bisschen, genau. Ja? Schon salzen. Wir haben hier, also nur, dass ihr das mal gesehen habt, ne? Oma hat aufgeschrieben hier, ne? Hier. Wir müssen natürlich nach Rezept arbeiten. Nee, tatsächlich kommen jetzt auch die Zwiebeln und Knoblauch rein. Ja? Wenn ich früher Schulschluss hatte, bin ich immer als Kröte bei euch im Restaurant gewesen. Was gibt's jetzt? Ich bin immer rüber gelaufen. Pizza Bolognese. Oder genau. Macaroni mit Bolognese. Manchmal al forno, manchmal nicht. Soll ich so einen Löffel nehmen zum Umrühren? Ja, bitte. Ne? Merkt man, dass sie normalerweise nur mit feineren Sachen arbeitet. Ne? Ein grobes Gerät ist ja eigentlich nichts für Konditoren. Ne? Eigentlich nicht, nein. Und ist das so, dass du zu Hause dann auch noch richtig mithelfen musst? Ja. Ich weiß das, ne? Aber für die Zuschauer ist das interessant. Ja, tatsächlich schon. Okay, macht Spaß oder sagst du mal? Ja, da ist auch eigentlich immer ganz unterschiedlich, in welchem Bereich ich bin. Ja. Ob jetzt Küche, Kellnern, Theke. Pizzastation. Ja, Pizzastation habe ich noch nicht aufgemacht, kommt aber, denke ich mal, noch. Das Fleisch darf ruhig ein bisschen salziger werden, weil okay, das schmeckt man nachher sowieso nicht mehr. So, jetzt blubbert das ja da so ein bisschen fleißig vor sich, ist aber nicht schlimm, ne? Nee. So, das soll so. Genau. Okay. Und zu welchem, also isst man das, ist das ein alltägliches Gericht oder ist es eher so ein Festtagsessen oder was ist das? Tatsächlich gibt es das bei uns eigentlich fast jeden Sonntag, wenn wir so Familienessen machen. Also es ist ein traditionelles Familienrezept. Genau. Das ist jetzt besonders aufpassen, ey, wenn wir das jetzt hier versauen. Ja, wir treffen uns dann immer Sonntagmittag mit der ganzen Familie im Restaurant und dann wird das da gegessen. Ihr seht das selige Lächeln, ne? Also es ist schon, ja, okay. Ja. Und da kommen auch nichts, also das sind die einzigen Kräuter, sag ich mal, die dazukommen, Basilikum und Lorbeer, ne? Ja. Gut, hier ist noch Fenchel mit drin wahrscheinlich. Genau, ne? Ein bisschen warten wir noch. Dann können wir gleich den Rotwein dazugeben. Okay, und wie lange dauert, also wie lange kocht dieses Gericht insgesamt? 3-4 Stunden? Eigentlich, wenn nicht sogar noch länger. Ja, dann lassen wir es. Je länger es köchelt, desto besser ist es eigentlich. Ja, dann lassen wir es so, sagen wir mal so 3 Stunden, ne? Ja. Machen wir mal 3 Stunden. Und dann, ja, dann sehen wir zwischendurch immer wieder umrühren. Natürlich. Ne? Genau, aber wir machen das so lange, bis wir es aufgefüllt haben. Ja. Ne? Also Tomate und Wasser drin ist. Und dann lassen wir es köcheln. Genau. Also Oma hat gerade gesagt, danach Ruhe. Auf kleiner Flamme. Machen wir so. Deckel drauf und gelegentlich. Genau das machen wir. Ja, tritt auf jeden Fall mehr Flüssigkeit aus. Wie ist das, wenn es zu Hause mal, wenn irgendwas gekocht wird, was nicht schmeckt, gibt es dann Ärger? Das gibt's bei uns nicht. könnt ihr jetzt nicht sehen, ihr Freund steht auch dahinter. Der steht da mit verschränkten Armen und lächelt nur wissend. Ja? Also ich sag mal so. Du hast auch noch nicht gekocht für die Familie, ne? Das wagt er sich nicht. Nee. Es okay, gibt nur Sachen, die mag man nicht. Entweder wie? Man mag sie oder man mag sie nicht. Wie zum Beispiel? Was magst du gar nicht? Ich glaube, die Frage ist eher einfacher, was ich alles mag, weil es gibt sehr viel, was ich nicht mag. Ach, ehrlich? Ja. Okay. Ehrlich? Ja. Okay. Es gibt kaum Sachen, die ich mag. Warum? Weiß ich nicht. Hat sich einfach über die Jahre entwickelt. Okay. Na gut. So, und die Rinde vom Parmesan, die kommt dann zum Schluss erst rein? Die kommt oder zum Schluss rein, ja. Wann, was heißt das zum Schluss ungefähr? So? Ja, so eine Viertelstunde vorher. Vor Ende? Genau. Die muss nur eine Viertelstunde ungefähr mitkochen. Okay. Na gut. So ist. Ja. Ach, dieser Dampf. Was damit? Nicht gut? Doch, es riecht total lecker. Ehrlich? Ja. Okay. Ich hatte vorhin gefragt, ob da noch irgendwie, es gab eine Diskussion schon mit Franco vorhin, ne? Ja. Weil wir haben, Franco hat gefragt, was machst du da? Und es hieß dann,
Sugo con carne. Genau. Und das hat er als allererstes gesagt? Ja. Was hat er dann gesagt, was es ist? Eigentlich ist das ja für die deutschen Bolognese. Ja, ein Ragout, hat ja, er gesagt. Genau. Er hat das Ragout genannt. Er hat das Ragout genannt. Ne? Und dann gab es ja auch tatsächlich sofort so, ja, wieso, wo ist der Unterschied? Und er ist Mailänder. Er hat das gar nicht verstanden. Das ist doch eine, guckte mich dann an. Ich habe damit nichts zu tun. Lass mich aus der Nummer raus. Ja. Ne? Ich wollte mich da in den Nord-Süd-Streit nicht einmischen. Ne? Weil ihr kommt aus Sizilien. Ne? Aus Sizilien, ja. Genau. Wobei die Mailänder sagen, die Sizilianer sind keine Italiener. Ja? Die Sizilianer sagen von sich selber, dass sie Sizilianer sind. Ja? Okay, komisch. Ihr seid alle komisch da unten. Sind wir aber auch. Kochen könnt ihr. Ja, so langsam lerne ich das auch von Oma. Okay, spät erst angefangen damit? Ja, kochen ja. Kochen habe ich jetzt erst mit angefangen. Entschuldigung. Ich wollte nur, dass, ja, ich wollte nur, dass das aufhört zu vibrieren, deswegen. Nee. Hast du ja gehört? Nein. Da sind ja wir wieder. Das, was da jetzt so drin ist, ist Fett. Mhm. Also das ist kein Wasser mehr, was da jetzt noch so, hört man auch, ne? Und jetzt wäre der nächste Schritt dann was? Rotwein rein, zum Ablöschen. Dann go. Auch da, ne, das kommt mir so wenig vor, ich hätte echt... Ich hätte eine halbe Pulle drin versenkt. Ja, ne? Ja. Ja. Wahrscheinlich sind wir gleich beide so, ja, okay, das braucht gar nicht mehr. Und tatsächlich wird da auch dann eigentlich immer Rotwein von Opa reingetan. Aber den haben wir jetzt nicht hier. Den habe ich nicht mitgenommen. Opa ist auch ein großer Steinpilzsammler, ne? Ja. Er wollte nie verraten, wo er die gefunden hat. Also wenn die hier zum Schluss reinkommen, dann lege ich die erst noch kalt. Ne? Können wir machen, ja. Also der Rotwein ist jetzt verkocht. Ne? Man hört das auch wieder am Geräusch. Mhm. Ich erkläre das deshalb so, weil Selena tatsächlich noch nie wirklich hier in der Küche gearbeitet hat, sondern immer nur in der Backstube. Ja. Ne? Okay, genau. Dann. Jetzt kommen die Tomaten rein. Da ist die Konditorin, guck mal. Wissen Sie, wie Köche das gemacht hätten jetzt? Nee, wahrscheinlich mit der Hand oder nee, so. Das nicht. Nicht? Nee, wir hätten das einfach mit Wasser, wir hätten das Wasser da genommen und hätten das ausgespült. Ach, mit Wasser, ja. So hätte man das auch machen können. Ja. So. Ich bin gespannt. Als nächstes? Das? Tomatenmark und Wasser, genau. Das jetzt auch direkt dazu? Das auch direkt dazu. Okay. Gewürze auch direkt dazu, also Kräuter? Nee, die kommen erst zum Schluss. Was heißt das? Zum also nicht komplett zum Schluss, sondern so eine halbe Stunde vorher ungefähr. Aber der Lorbeer nicht. Also, der Lorbeer nicht. Bestimmt nicht. Da bin ich mir sicher, da übernehme ich die Verantwortung für. Okay. Hat sie da nur so wenig Blätter eingepackt? Der braucht nicht mehr rein. So. Jetzt muss ich noch mal kurz nachlesen. Das ist auch wieder auf hohe Flamme, ne? Ist genau. Immer noch, also wir haben immer noch hier hohe, ja, Flamme. Dann kommt nämlich Wasser rein. Okay. Und tatsächlich Basilikum auch schon. Der kommt aber einfach ganz rein. So, jetzt bleibt das so eine Viertelstunde auf hoher Flamme und danach wird das auf kleine Flamme gekocht. Okay. Ich habe vorhin gefragt, ob das gestampft wird nachher, ne? Weil das Fleisch... Das wird ja irgendwann Fasern, ne? Also die Fasern vom Fleisch werden sich irgendwann, der Kleber, der dazwischen ist, ne? Bei jedem, das ist ja Muskelfleisch, der löst sich irgendwann auf und das Fleisch zerfasert. So wie man das vom Pulled Pork halt auch kennt und so weiter. So, und ich habe gefragt, ob es angestampft wird oder so. Aber wird es nicht, ne? Nein. Okay. Fängt schon wieder an zu blubbern. Bitte? Fängt schon wieder an zu blubbern. Jetzt muss man dazu sagen, bei der sizilianischen Küche ist es tatsächlich so, da ist ja auch orientalischer Einfluss, ne? Ja. So ein bisschen. Ne? Das heißt, es wird auch, werden manche Sachen bei euch mit Minze gekocht auch. Ne? Also speziell bei uns im Restaurant nicht. Nein, das nicht, aber auf Sizilien. Ja. Ja. Das ist ja normalerweise eher orientalisch. Und Zitrone auch, ist auch eher, ja, orientalisch. Also ich meine, neapolitanisch auch, aber tatsächlich in salzigen Gerichten ist tatsächlich eher, naja. Okay, also wir lassen das jetzt einmal aufkochen. Genau. Ja, und dann lassen wir es eine Viertelstunde lang kochen. Ja.
dann stellen, decken wir es ab und lassen es wie lange stehen? Nee, köcheln. Köcheln, ja, muss ja meine ich ja. Ach so, genau. Kleine Flamme? Ja, 2-3 Stunden. Gut, wir sagen 3 Stunden. Ne? Ja. Nach 3 Stunden, wir rühren aber zwischendurch um. Genau, zwischendurch muss umgerührt werden. Natürlich. Ja, alles klar. Ja, machen wir so. Okay. So, also das hat jetzt 1/4 Stunde lang wild gekocht. Ne? Ja. Jetzt drehen wir es runter. Jetzt nochmal umrühren. Genau. Jetzt machen wir einen Deckel drauf und dann 3 Stunden lang nichts machen. Nur vielleicht nur umrühren zwischendurch mal ein bisschen. Genau. Das drehe ich auch nochmal. Okay. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. So, ich habe jetzt hier gerade Anweisungen gekriegt. Und Selena hat richtig Ärger gekriegt. Wir müssen das Fett runternehmen. Stella, alles an Fett runter? Ein bisschen. Das ist geil. Meine Mama steht da, ihre Oma steht da. Kochen unter Argusaugen. Unter, aber was, ne? Wie heißt der italienische Ausdruck dafür? Fürs Entfetten? Genau, come si dice. Degressato oder sowas? Es gibt wohl keinen Fachbegriff, sagt die Oma. Gut. Ist auch in Ordnung. Also, für alle, die Koch lernen, es heißt, in der Küchensprache nennt man das Degressieren. Ja? Gräs ist Fett. Ja? Und degressieren ist quasi eingedeutscht für entfetten. Ja? Wir haben zwischendurch auch mal gelinst, ne? Ob das, wie das so aussieht. Das ist ganz schön viel Fett. Ne? Ja. Jetzt frage ich gleich, ob das so in Ordnung ist, weil ich sehe nur, dass Selena den Kopf zur Oma runterbeugt und Anweisungen kriegt. Und sie zeigen mit dem Finger auf mich, ich habe Angst. So. Ich möchte Oma einmal kontrollieren, ob das so in Ordnung ist. So. Jetzt einmal schauen. Frau Bene? Gut. Guter Posten. Ja. Jetzt rein? Aha. Aha. Das war mein Fehler, ja. Aber du kannst in dieser Mühle ein bisschen Wasser. Ja. In der Zeit, wo das Nudel gekocht. Ja. Kocht der Käse extra. In Öl? In das Öl da. In das Öl? Ja. Ein bisschen Wasser. Ja. Und dann den Käse darin auskochen? Und dann kannst du rein. Mit Fett wieder? Ja. Nein, nur den Käse. Ach, nur den Käse. Okay. Warum? Jetzt ist es zu gekocht. Ja. Und das dauert dann nicht. Ja, das dauert zu lange. Das ist sonst. Ja vom Jetzt-Macke, ja. Ja. Dann musst du nur kurz dann rein. Und dann, ja. Alles klar, ja, mache ich. Wann hätte der sonst reingemusst? Von Anfang an, ne? Nee, nicht von Anfang an. Der hat zum Schluss gesagt zu mir. Zum Schluss? Also ja. 15 Minuten vorher. Ja, 15 Minuten vor Ende. Nee, 15 Minuten nach. Also Fleisch, dann, pass auf, nur einmal für mich zum Verstehen. Fleisch. Fleisch. Dann alles braten. Moment. Ja. Dann Tomate. Ja. Dann Käse. Käse kommt später, wenn er ein bisschen abgekocht ist. Ah, okay. Wie lange ungefähr muss das nach einer Stunde? Ja, dann kannst du mitkochen. Und dann muss noch 2 Stunden mitkochen. So ungefähr. Alles klar. Okay. Man muss immer aufpassen, dass es nicht blöd. Alles klar. Jetzt machen wir hier ein bisschen Wasser drauf. Ja. Und Käse rein, ja? Ja. So. Alles? Ja, ja, okay, alles gut. Ich mach alles rein. Gerne sogar. So, einmal Wasser bitte. Da wird ein bisschen weich und die Hälse so. Ja. Die Kinder kämpfen so im Käse. Und der Käse wird mitgegessen? Ja, klar. Ne. Das ist die Schale von der Parmesan. Ja, ja, ich weiß. Und wird er weich, wenn er warm ist, kannst du essen. Natürlich wird er mitgegessen. Ich könnte gerade heulen, ne? Ehrlich? Vollgas? Ja. In der Zeit, aber die Nudeln, die hat sie schon gekocht. Hast Ärger gekriegt jetzt gerade, ne? Warum hast du Ärger gekriegt? Weil ich das nicht ganz korrekt gemacht habe. Ich habe mal 2 Sachen vergessen.
Was? Einmal die Salsiccia in die Tomatensauce reinzumachen und den Käse. Für den Käse ran. Also jetzt machen wir das da rein. Ja, machen wir da eben rein. Ich durfte das übrigens nicht schneiden. Ja? Das, nee. Sie hat das auf den Teller geschnitten. Okay, wir geben die jetzt dazu. Genau. Und lassen wir das ein bisschen mitkochen, okay? Ja. Gut. So. Okay. So, kleine Flamme noch, ne? Ja. Okay. Und da oben Pasta, Vollgas. Mhm. Okay. Gut, jetzt können wir nur noch warten. Jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir wieder warten, alles klar. Mach mal Salz rein. An der Hand? Mach mal. Also, mach rein. Würdest du sagen, ist genug? Nee, ich würde sagen, noch ein bisschen. Genau, ich auch. Ruhe, rein. So würde ich sagen. Genau, so und jetzt pass auf. Jetzt wartest du einfach, bis das Wasser wieder klar ist, das Salz sich aufgelöst hat, und dann probierst du es. Okay. Und wenn du sagst, ist nicht salzig genug, dann machst du noch was rein. Okay. Und wenn es zu salzig ist, machst du was? Was wegkippen? Machst du Wasser rein, genau. Ja, also. Okay. Aber probieren, ne? Bis du dann das drin hast, was du brauchst, und dann ist gut. So. Habe ich das richtig gesagt? Ich glaube, sie hat es gar nicht verstanden. Ach, sie hat es gar nicht gehört. Nein. Hat sie? Doch. Ja? Okay. Aber wir waren beide einer Meinung, dass vorher schon Stoff war. Wir waren beide einer Meinung. Ich sage, das ist gut so. Wisst ihr, jetzt wird das gleich wieder klar. Ja. Hier bei uns ist anderes Wasser als im Ofen. Ja, klar. Übrigens, wenn ihr mal essen gehen wollt, ne? Das gibt's, das, was es hier gibt, gibt es nicht bei uns. Das gibt es bei Mama Stella in Olfen. Stelle ich hier den Käse, den du vergessen hast, wieder auf. Ja. Ich wollte das nur noch mal eben ganz kurz erwähnen, dass ich das nicht, war, sondern jemand anders. So. Er ist ja noch ein bisschen was. Ja, ja, das bisschen wird das nicht salzig machen. Nee? Nee. Ich würde es so lassen. Ich würde es so lassen? Ja. Okay. Findest du schon zu viel? Nee, aber ist okay. Das ist eine typische Kornmahlzeit. Ich würde noch ein bisschen dran machen. Aber wir lassen es jetzt so. Wenn es dann nachher gekocht hat, genau. Sie sagte jetzt gerade, wenn, dann würzt man die Nudeln noch mal, ja? Genau. Nicht das Wasser jetzt, okay. Gut. So, das kocht hier vor sich hin. Ja. Dann warten wir jetzt gleich. Nudeln kochen, da müsst ihr nicht dabei sein. Wir melden uns wieder, wenn die Pasta fertig gekocht ist. Salsiccia drin lassen? Ja. Sie steht da und lacht einfach nur. So, wir nehmen das Fleisch jetzt hier raus, habe ich gerade gelernt. Ja? Es kommt in eine separate Schüssel, richtig? Genau. So, und dann wird gleich die Pasta, wenn die gekocht hat, in die Soße gelegt. So, was macht ihr mit den Knochen nachher noch? Es gibt welche, die essen die gerne, also die lutschen die so aus. Da hast du den, das Knochen mag, ja, ne? Ja, genau. Okay. Aber ansonsten werden die dann weggeschmissen. Also die Soße, die Würstchen lassen wir jetzt noch drin. Wir versuchen alles an Knochen raus und Fleisch rauszuholen, was drin ist. Wenn natürlich jetzt noch ein bisschen Fleisch drin ist, lassen wir es drin, ne? Ist ja auch nicht so schön. Ja? Ja. Genau. Okay. Übrigens, wenn ihr denkt jetzt hier, ich mache das hier Freestyle, ne? Ich habe, da steht die Autorität, ja? Ich werde hier keine Minute aus den Augen gelassen und du auch nicht. Nein. Ja, also. Ich habe gerade schon Ärger bekommen. Ja? Ja, den Rest würde ich so lassen. Das ist nicht so schlimm. Okay. Ein bisschen ist da ja immer mit drin. Okay. Gucken wir mal, ob die Knochen alle raus sind hier. Da ist noch. Noch nicht. Ihr habt gerade gefragt, ob das Pasta-Wasser kocht, richtig? Genau. Ja. Noch nicht. Ich wollte auch eigentlich antworten auf Italienisch, aber. Mach ruhig. Hat sowieso keiner verstanden. Ja, ist ja kein Problem, ich kann es ja übersetzen. Ja, ich würde die jetzt so lassen. Schaut mal. Das sieht wirklich aus wie Ragu, ja? Ein bisschen. Sieht aus wie. Was hast du gesagt? Ja, wir sollen ein bisschen Soße davon wegnehmen. Dass da nicht ganz so viel drin bleibt, dass da noch Soße reinkommt. Ja, machen wir.
Machen wir. Machen wir. Sollen wir es mit der Kelle machen? Ja, das wäre gut. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Besser, ne? Und dann die Parmesanrinde jetzt auch wieder dazu? Ja. Parmesan ist gut so? Schau mal. Noch ein bisschen. Auf der einen Seite genieße ich das hier sehr. Ne? Auf der anderen Seite kommen wir vor mir in der Ausbildung. Bei ihr sowieso. So. Ich würde sagen, das reicht. Wie heißen die? Casarecce. Casarecce. So. Also ich habe jetzt hier gerade die Rinde vom Parmesan hier. Ja. Du hast die gerade auch probiert, ne, Stefan? Ja. Ich habe nur gar kein Mikro mit. Okay. Doch, du hast ein Mikro. Okay. Ja, aber kein Bänder. Ah, okay. Sei ja sobre il Video. Jetzt hat sie ihr gesagt, jetzt bist du doch im Video. Ja, ich habe gerade gesagt, jetzt bist du doch im Video. Weil sie wollte eigentlich erst gar nicht ins Video. So, auf jeden Fall, wir haben das jetzt gerade hier probiert. Und ich muss ehrlicherweise sagen, tatsächlich, also wenn das so weich ist, ne? Das, also nicht vergessen, das ist die Rinde. Vorsicht, heiß, Mama. Ich habe nur gefragt, ob sie sich wieder an die Seite stellen möchte. Das ist ein bisschen wie ein Käsewein, oder? Ja. Aber nicht schlecht ist, ne? Nein, weil es auch gar nicht negativ gemeint. Also Konsistenz. Also, wenn man das von Anfang an in der Soße mitgekocht hätte. Wäre natürlich besser gewesen. Sie wissen, ich werde sie das jetzt nicht vergessen lassen. Ist nicht schlimm. Ich werde sie auch nie vergessen. Danke. Allein schon, wenn ich das Video sehe. Ja. Okay, also ich habe jetzt die Anweisung von Oma gekriegt, dass wir den großen Topf wieder hier hinsetzen, auf kleinster Flamme, und so, dass das Hasicha noch mal schön durchgekocht wird. Ja, Chef. Ja, da ist Chef, nicht? Ich bin Chef. Ja, ja. Ja, Chef. So. Okay. Sie passen auf die Pasta auf. Ich passe auf die Pasta auf. Wir tänzeln hier übrigens zwischen dem Du und Sie, ne, weil halt unsere Familie uns schon so ewig kennt. Ne? Du hast nur mal so am Rande. So, okay. Ich mache das hier einmal sauber. So, Pasta habe ich jetzt rausgeholt, ne, und einmal nur abgeschüttet, nicht abgeschreckt. Ne? Die geht jetzt so, wie sie ist. Geht jetzt in die, kannst du einmal in den Topf filmen vielleicht, dass das da hinein geht das jetzt. Zack. Denk noch eine. Jawohl. Zack, also. Jetzt nicht mehr. Ich könnte mich damit jetzt schon zurückziehen. Ne? So, und dann haben wir hier auf der Seite, haben wir gerade zur Seite gestellt, ist das Fleisch. Und das isst man jetzt mit Löffel oder mit Gabel? Ist eigentlich egal, wie Sie möchten. Wir essen das eigentlich immer mit Gabel. Okay. Ich nicht. So, jetzt nimmt man hier dieses separierte Fleisch hier, ne? So. Und dann gibt man das einfach oben drüber, ne? Genau. Da ist auch, ich habe jetzt gerade schon gesehen, da ist so ein Stück von dem Parmesan schon mit drauf hier, von der Parmesanrinde. Und reichlich, ne? Genau, reichlich Parmesan. Gespannt, wie das mit dem Parmesan in der Soße gleich macht. Ja, da bin ich auch gespannt. Na, erst noch Soße drauf. Entschuldigung. Schön unterschlagen hier. So, jetzt Parmesan. Ja. Fertig. Ich nehme Löffel. Ich nehme eine Gabel. Ja, okay. Das ist praktischer. Das ist schon ein Stück, jawohl. Ja. Oma kommt auch schon. Also, ich muss das mal sagen, ne? Ich habe selten etwas Besseres und Einfacheres gegessen als das, ne? Da ist ja so gut wie nichts drin. Also jetzt mal unter uns, ne? Macht ihr schön. Ich hätte als Koch jetzt, ich hätte keine Ahnung, was da noch alles reingeschmissen wird. Ich hätte mehr Zwiebeln, mehr Knoblauch, mehr. Ich hätte von allem mehr gemacht. Ich weiß nicht. Also, mit weitem Abstand
ist das mit eines der besten Nudelgerichte, die ich in meinem Leben gegessen habe. Ehrlich. Wahnsinn. Die beiden Omas stehen da vorne, guckst du dir an. Wie Waldorf und Stettler. Ach, bisschen Pfeffer. Oma mag immer gerne groben Pfeffer oben drauf. Hol ich. Nudel ich auch einmal dafür. Super. Nonna? Dankeschön. Bitteschön. Und das, also ich meine. Was hat sie nicht dabei? Käse. Aber hat sie ja. Aber ich glaube, sie meint ein Käsestück. Ich habe doch vorhin schon probiert. Aber mit Tomatensauce? Okay. Ja? Wir kürzen das jetzt hier ab. Oh, danke. Bitteschön. Darf ich das Rezept weiter kochen? Darf ich das verwenden? Ja? Ich muss das ja fragen. Entschuldigung. Das stimmt. Ich habe noch wirklich selten, eigentlich habe ich noch nie ein besseres Pasta-Gericht gegessen. Das ist perfekt. Vielen Dank. Bei der Ganze ist der richtige, die Nudel, was du hast. Ja. Du kannst so die dicke Makaronen, die große. Ja. Du machst übrig bleibt. Ja. Einfach abends ein bisschen in eine Pfanne einbraten. Okay. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber das, was übrig bleibt jetzt von der Pasta, die im Topf ist, ein bisschen Öl in die Pfanne und anbraten nochmal. Mhm. Soll auch sehr gut schmecken, ja. Und? Also, wir essen jetzt hier in Ruhe. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank, ehrlich. Bitteschön. Dankeschön, macht's gut. Ciao.